Hallo. Aktuell ist es draußen bei uns sehr kalt. Es liegt Schnee. Heute haben wir, glaube ich, nach ungefähr gut 1,5 Wochen mal so richtig schönes, helles Licht, obwohl die Sonne nicht scheint. Der Himmel ist frei, nicht so ganz, aber die Wolkendecke reißt so ein bisschen auf heute. Und jetzt kommt auch noch schön die Sonne raus und es zieht. Aktuell klappert es hier. Eine Tür und die Klappe vom Kamin ist am Klappern. Eigentlich eine schöne Stimmung. Ja, gestern habe ich in dieser etwas finsteren Stimmung, muss ich sagen, die wir die letzten Tage hatten, ein Blumenbild gemacht. Das ist eher so ein bisschen abstrakter Natur, mit Farben, die ich sowieso in meinem Keller hatte. Ja, also was habe ich hier von Louvre? Dann habe ich hier die Akademie von Schminke und eigentlich meine bevorzugte Farbe, die Lukas Krühl. Ansonsten ja noch von diesen wunderschönen Farben von Amsterdam. Ich mag diese Art Farben eigentlich ganz gerne. Ja, was ist das? So bonbonmäßig. Das ist jetzt hier in diesem Fall das Türkisgrün und das andere war das Türkisblau. Was Ich möchte da jetzt auch nicht mehr dran rumfeilen. Das ist halt das Tagesprodukt. Heute würde wahrscheinlich ein ganz anderes entstehen, wird vielleicht auch. Mal sehen. Ja, ich habe mich dazu durchgerungen, einfach jetzt zukünftig, bis mein Studio fertig ist, mich einmal mit Blumen zu beschäftigen. Mal gucken, was ich da so raushaue, bis ich dann mit der Monotypie wieder beginne. Und dafür habe ich mir ganz neue Farben besorgt, weil ich einfach glaube, die bringt es jetzt nicht so, wie ich es gerne hätte. Könnte ja sein. Kann sich ja bestätigen, mein Verdacht. Oder eben auch nicht, dann lag ich falsch. Aber egal, dafür habe ich mir auf jeden Fall Farben besorgt, neue. Genau, und dafür habe ich dann hier auch schon den Karton stehen. So. Gleich mal auf. Da sind sie. Natürlich von Liquitex. Das sind, glaube ich, so für die Studiomalerei die schöneren Farben für Blumen. Ja, und nochmal einmal ein ganz neues Gefäß voller Gesso. Irgendwo auch noch ein paar Pinsel, ein paar Rundpinsel. Ja, ich habe mir es hier jetzt mal gemütlich gemacht mit einer Tasse Kaffee. Das hier sind die Farben, die ich bestellt habe. Weiß und Schwarz habe ich ja sowieso eine Menge da. Fangen wir mal damit an. Das hier ist einmal dieses das Unbleached Titanium, dann Yellow Blue, Neapel Yellow Blue, das ist das Primär Yellow, das Transparent Yellow, Brillant Yellow Green. Dann das Petalo Cyan Green. Petalo Grün habe ich eigentlich. Ich mag diese Farbe sehr. Aber ich wollte mal wirklich wissen, wie das hier mit der Liquitex ist. Da bin ich mir nicht so sicher, ob die nicht vielleicht doch ein bisschen mehr brillanter ist als die, die ich schon habe. Dann haben wir dieses Aqua Green. Permanent Blue. Das ist wohl wahrscheinlich eher so ein helles Blau.
Ging das jetzt hier gerade auf? Nee. Dann haben wir hier brillant blau, brillant purple, magenta, Chinakridon magenta und das Cadmium Red. Ja. Mit den Pinseln, da habe ich mich jetzt entschieden. Die sind recht günstig. Das hier, die sind von Da Vinci in der Größe 8. Was habe ich hier noch? 0 und Größe 4 und Größe 12. Die habe ich ausschließlich für Blätter und Blütenblätter mir besorgt. Ich finde die ganz gut. Die sind nicht teuer. Das sind Synthetikfasern, sind eigentlich Ölmalpinsel. Die sind nicht teuer, die haben aber eine wahnsinnig gute Spannkraft, Haare natürlich auch nicht. Und ich weiß nicht, inwieweit sie ihre Lebensdauer so zeigen. Ich habe die, die ich schon habe von dieser Marke, die habe ich jetzt schon 3 Jahre. Die sind immer noch top, sind auch super in Form. Also ich denke mal, wenn man die pflegt, dann macht man da überhaupt nichts mit falsch. Das reicht jetzt erstmal für den Start. So für Studioqualitäten reicht das dicke aus. Und ich würde mal sagen, ja, die Liquitex, die geht auch schon fast über Studioqualität hinaus, weil die sind einfach wirklich klasse. Muss ich schon sagen. Eigentlich hätte ich ganz gerne die Amsterdam Expert gehabt. Aber die war mir dann doch jetzt ein bisschen zu teuer aufgrund der Geschichte bei uns da mit dem Keller. Die war jetzt auch recht günstig zu haben, weil die auch im Angebot war. Und ja, das müsste jetzt erstmal vorerst reichen. Schauen wir doch mal, was der Keller so macht. Hier ist alles noch so wie beim letzten Video, weil die Firma, die kommt ja erst am 20. Was mir aber aufgefallen ist, dass so nach und nach in den anderen Räumen trocknet das so ein bisschen an den Wänden. Und hier, finde ich, konzentriert sich das. Da zieht das tatsächlich richtig hoch. Ja. Das sieht übel aus. Auch, ich würde mal sagen, auch hier so die Ecke, der Boden, das ist auch echt nass, auch wenn das jetzt oberflächlich ein bisschen trocken aussieht. Deswegen glaube ich fast, dass sich das Wasser zuerst hier in diesem Raum gesammelt hat. Viel holen die nicht mehr. Luftfeuchtigkeit ist hier bei 55. Draußen natürlich 92. Die Geräte springen auch nicht mehr so oft an. Nun ja. Es ist ja auch eher so an der Oberfläche, was hier unten drunter im Boden ist, das kann man ja so noch gar nicht sagen. Ja, dann haben wir hier noch ein Gerät, das ist etwas, das zieht ein bisschen mehr aus der Luft als die anderen Geräte. Erstaunlicherweise ist das eins von Aldi. So, mache ich dann auch mal an. Das werden die Behunderten hier so aufstehen. So aufstehen. Ein bisschen zu. Ja, und dann mache ich den hier auch noch mal an. So, jetzt habe ich ein bisschen mit den Farben herum experimentiert und leider ist das Licht auch schon wieder weg. Es ist nicht mehr so brillant, wie es vor einer Stunde war. Ja, mein Ergebnis zu diesen Farben ist, also ich finde die ziemlich gut. Ich kann aber noch nicht so ganz genau sagen, wieso. Natürlich ist die Leuchtkraft der Farben total klasse.